gentlemen, welcome to Atlanta's Jackson-Hartsfield International Airport. Welcome to the United States, and the local time is 3:45. You may use your cell phones at this time. Please remain seated until we are securely parked. And as you get up to collect your belongings, please take a few extra moments. The seat pocket front view can be a little nesting point for you. We've been here for 10 hours. And please look everywhere, under the seats, in the overhead bins. Have the necessary documents ready. Our Delta personnel will greet us here. They'll direct you first to immigrations, where you'll need your passport. Then you put that away. This is the strand from Outrigger Beach. Erster Urlaubstag hier. Ist etwas bewölkt. Teilweise auch Sonne. Ja, da sitzen die beiden. Dennis. Maya. Können wir mal gucken? Wird immer urlaubiger. Und das im November. Ja, endlos. Weißer Strand. Palmen vor der Tür. Wir haben also hier direkt Beachfront gebucht, also das ist der Blick von unserem Balkon aus. Und das sind hier so die üblichen Urlaubsbilder, wo die Birgit am Balkon liegt und aufs Meer guckt. Frühstück noch haben. Ja, haben eben reichlich gefrühstückt, also amerikanisches mit Rührei und Bacon. Ist man immer so unaufgeräumt im Magen, ne? Ja, wenn man zu viel isst, ne? Ja, das ist hier hinten, denke ich, auch mal Fort Myers Beach. Wir sind hier auf einer Insel, die etwas weiter weg ist von Fort Myers Beach, gehört aber auch dazu, nennt sich aber Estera Island. Und dieses Hotel ist Outrigger Beach Hotel. Und wenn man hier so ein Beachfrontzimmer hat, dann ist man gut dabei.
So, wir sind hier in Fort Myers Hotel Outpitcher. Das ist ja gleich auf der linken Seite die bekannte Tiki Bar. Da gibt es also Bier vom Fass und eben alle anderen auch alkoholfreie oder Longdrinks Getränke. Familie ist gerade im Wasser. Die schwimmen. Ich denke mal, die werden hier ankommen, sich dann auch wieder hier ein Getränk reinziehen. Ob nun Bier oder ähnliches kann man nicht genau sagen. So, das sind so einige Gäste, kennen wir nicht. Amerikaner, denke ich. Ja, das ist die Bar, die ist aber morgen schon gut besetzt. Es ging halt ein bisschen darum, wegen der Lichtverhältnisse. Ja, herrliches Wetter, um die 30 Grad. Wie das hier so in Florida üblich ist. Wir sind etwas weiter entfernt. So wieder dieser riesenlange weiße Strand. Und da hinten sind dann die Möglichkeiten, ins Wasser zu gehen. Da mietet man sich am besten einen eigenartigen Liegestuhl. Sonst in der Sonne hält man das nicht lange aus. So, das ist hier die Beachfront von der Seite aufgenommen. Hier oben in der dritten Etage, 1, 2, 3, ja. Da wohnen wir, direkt mit Blick aufs Meer. Und besser geht es eigentlich gar nicht. Wunderbar, Frühstück, amerikanisches Frühstück, aber mitgebucht. Und das ist ja vom Feinsten mit Rührei und Bacon und so weiter. Das ist schon toll. So. Jetzt haben wir Mittwoch, was haben wir Mittwochabend, ne? Ich hoffe. Um 10 nach 5. Er bahnt sich einen Sonnenaufgang an. Aufgang? Untergang. So früh ist es noch nicht. Das ist unser Dennis. Unser Dennis. Unser Maya.
Und Marion. Marion. Four fingers. And the thumb. Und der Daumen. Ja. Passport, please. For right. For left. Genau. No. For left. For right. Schöne Musik im Hintergrund. Santana. Das ist die Kantmeldung. Menschenleer, fast der Strand. Naja, wenigstens waren wir schon mal im Wasser und bei Walmart. Walmart, Fort Myers. Da unten dudelt was. Oh, jetzt wird es langsam frisch, ne? Schnell ins Wasser. Ja, schon schön. Für November, ne? Der ist extra an, ja. Der ist sogar erst durchgelaufen. Ja. Vater mit dem Sohn. Einmal nach Fort Myers fährt. Fährt. Naja. Versuchst du an. Das hier kein Schatten machen. Ja, ich muss jetzt kurz ja kein Stativ haben. Also normal jetzt so aufnehmen, bis die voll im Wasser versunken ist. Im Wasser nimmst du aus. Schiff aus. Die Sonne geht aus. Wieder bekommen wir nur so einen halben Mond. Wieder bekommen wir nur so einen halben Mond. Warum? Ich weiß ja nicht, ob die das dann so wieder gibt. Oh ja, das ist sehr schön. Sollen wir machen, ne? Das ist schön. Die Kamera dazu, von wo du das aufnimmst. Was? Dazu sagen, von wo du das aufnimmst. Ja, vom Balkon in, ja, in Fort Myers Beach. Wie spät haben wir jetzt? Ich kann hier auf die Uhr gucken. 10:06. Am Mittwochabend.
Interessant. So, ja, kommen Sie durch, junge Frau. Das sieht aber schön aus. So, jetzt haben wir 10 nach 6. Und das ist nochmal richtig schön geworden. Sonnenuntergangsmäßig. Mhm. Ne? Ja, wunderbar warm. Und warm ist es noch. Ich kann mir die Jacke wieder ausziehen. Na, wir sitzen schon ziemlich im Dunkeln. Ob das da was wird? Sonnenbrille packen wir mal weg. Es kann nur besser werden. Es kann der Film nur zuträglich sein. Das ist Maya-Film, die strahlt. Sacke, das ist das gleiche wie mit Kopfhörern. Ja. Das hast du auch schön gesagt. Fürs Video. Für die Nachwelt. Ja, und dann ist es aber auch gut. Haben wir alles nur voller Sonnenuntergänge. Hier müssen wir echt noch kartografieren, wo da alles war. Das ist klar. Das ist nicht Wilsenberg, dann ist es von Meier. Warum der Koffer so schwer ist. Fünfte Liege von rechts hat schon Sonne. Ja, das geht jetzt schnell. Guck mal. So Tropfen, die so durchkommen, einzelne Strahlen. Schon wieder ein ganz anderes Bild wie gestern Morgen. Ne? Gestern Morgen war gar kein Bild. Nein, so richtig viel. Ich gebe Ihnen das nochmal gezeigt, mit dem Filter, damit das Bild im Original von uns und im Selfie und dann im Nebel ein bisschen weggefaked habe durch ihre Farbzusätze. Und wie gesagt, das ist der zweite Morgen jetzt hier. Wunderbares Wetter, es ist nicht zu fassen. Auf jeden Fall gehen wir heute ins Meer wieder. Und nehmen Stativ auch mit. Du kannst es sowieso auf die Sandbank stellen, ne? Ja. Und gucken, dass der kein Pelikan an die Kamera geht. Ja, wusch. Oder die Mutter. Oder eine Mutter. Entweder Pelikan oder Mutter. Pelikan. Achtung, Pelikan. Das sind ganz schöne Brummer, ne? Mein lieber Mann, nur wenn du so einen vom Kopf kriegst. Ja, dann wird es auch dunkel. Wenn die dann ihren dann Ich kann gar nicht glauben, ne, dass hier in dieser schönen Ecke so die Heimkehr zu üben. Ne? Ja, wie das wohl ausgesehen haben mag, so live hier, ja. So auf dem Balkon, was das Meer da gemacht da hat. Haben sie nicht hingenommen.